Decidir el mejor día para realizar la transferencia. Die Entscheidung, an welchem Tag der Embryotransfer stattfinden soll, ist seit langem ein umstrittenes Thema, das noch immer viele Zweifel birgt. Im Grunde ist die Embryokultur ein Auswahlprozess. Während dieser Phase wird die Entwicklung der Embryonen beurteilt und überprüft, welche von ihnen ein besseres Einnistungspotenzial aufweist. Bei einer geringen Anzahl von Embryonen mit guter Qualität ist die Auswahl bereits in der frühen Phase am zweiten oder dritten Tag abgeschlossen, sodass der Transfer stattfinden kann. Ein weiteres Szenario, das wir antreffen können, ist, dass am dritten Tag mehr als 3 Embryonen von sehr guter Qualität übrig sind. Wenn der Transfer zu diesem Zeitpunkt durchgeführt wird, erfolgt die Auswahl nach dem Zufallsprinzip und es könnten Embryonen ausgewählt werden, die sich später nicht weiterentwickeln. Am zweiten und dritten Tag durchläuft der Embryo seine erste Teilung. In dieser Phase hängt die Entwicklung des Embryos von der Qualität der Eizellen ab, da er mit der Genexpression erst etwas später beginnt. Ab dem dritten Tag ist der Embryo eine eigene Einheit und kann sich bis zum Blastozystenstadium weiterentwickeln oder sich in dieser Phase blockieren. In diesen Fällen ermöglicht das Warten bis zum fünften Tag eine natürliche Selektion mit höherer Einnistigungsfähigkeit. Dies ist eine der größten Befürchtungen und hängt weitestgehend vom jeweiligen IVF-Labor ab. Im Instituto Bernabeu verfügen wir über eine umfangreiche Erfahrung in der Durchführung der langen Embryokultur und die Methoden sowie die Kombination der Kulturmedien ermöglichen in ca. 60% der Behandlungen die Blastozystenbildung und bei der Eizellspende sogar ca. 70%. Durch die Verlängerung der Embryokultur bis zum fünften Tag vermeiden wir die Transfers, die sich am dritten Tag möglicherweise blockiert hätten, um die ersehnte Schwangerschaft zu erreichen. Des Weiteren ermöglicht der Transfer am fünften Tag einen weiteren Vorteil, die Synchronisation zwischen Embryo und Gebärmutterschleimhaut. Da die Voraussetzungen für die Einnistung sehr begrenzt sind, müssen das embryonale Stadium und die Empfänglichkeit des Endometriums bestmöglichst aufeinander abgestimmt werden, um die Einnistung des Embryos zu verbessern. Eine weitere Unsicherheit ist die Überlebensrate der Blastozysten, die kryokonserviert wurden. Dank der modernen Techniken der Vitrifizierung steigen die Überlebensrate der Blastozysten auf 95%. Eine ähnliche Rate trifft auch bei anderen Embryostadien zu. In Bezug auf die Embryobiopsie bestehen einige Vorteile, sie am fünften Tag gegenüber an Tag 3 durchzuführen. Zunächst werden Biopsien lediglich bei Embryonen durchgeführt, die das Blastozystenstadium erreichen. Zweitens werden Zellen des Trophotopderms entnommen, um mehr Zellen zu erhalten, ohne dabei die Lebensfähigkeit des Embryos zu gefährden. Am dritten Tag kann eine einzige Zelle oder höchstens 2 entnommen werden, während am fünften Tag 4 oder 5 Zellen entnommen werden können, was eine größere Menge an genetischem Material ist und somit die Zuverlässigkeit der Diagnose erhöht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Embryokultur bis zum fünften Tag ein komplexer Prozess ist, der die Auswahl von Embryonen verbessern soll, die am Ende in die Gebärmutter übertragen werden können. Dabei sollte die Anzahl der Embryonen reduziert werden, um mögliche Zwillingsschwangerschaften zu vermeiden, um eine gesunde Schwangerschaft zu bedingen. Es gibt Fälle, in denen die natürliche Selektion bereits am dritten Tag vollendet ist und der Transfer stattfinden kann, was eine sinnvolle Alternative darstellt. Für uns ist die individuelle Gestaltung der Behandlung der Schlüssel zu unserem gemeinsamen Ziel, ein gesundes Kind zu bekommen. Es ist eine Alternative, razonable, que permite realizar una transferencia de calidad. La personalización de los tratamientos es, por tanto, la clave que nos ayudará a conseguir nuestro objetivo común: niño sano en casa.